So, willkommen zu dem zweiten Part meiner Tipps und Tricks Serie im Bereich PvP und heute geht's um Movement, um Hits und Criticals für Anfänger. Also das heißt ohne Bogen noch und ohne Rod, sondern nur wie verhalte ich mich im Kampf, wie verhalte ich mich, wenn ein Spieler an der Truhe ist und wie verhalte ich mich in einer Höhle bei verengtem Raum. Das Video wird jetzt auch nicht zu lang, weil es wie gesagt nur die Anfängertricks sind. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen gleich mal mit dem ersten an, und zwar ein Spieler steht an einer Kiste. Ja, das habt ihr bestimmt oft in Survival Games oder in QSG, ist ja dasselbe, dass ein Spieler an der Kiste dran steht und dann denken sich vielleicht auch Anfänger oder auch normale Spieler, wie gebe ich dem jetzt am schnellsten viel Hits und vor allem, dass er sofort stirbt. Ja, so, dann habt ihr hier ein Spieler an der Kiste und ihr seid direkt hinter ihm. Am besten ist, ihr greift einen Spieler von eurer Kiste immer von hinten an. Ihr greift einen an, spammt dabei die Leertaste und haut auf diesen Spieler so drauf, dass der keinen Morgen mehr sieht. Also die Criticals wirklich ausnutzen bis zum geht nicht mehr. Einfach die Leertaste spammen und dann habt ihr auch einen sehr schönen Kill. So, dann kommen wir zum zweiten Bereich, und zwar zum wie verhalte ich mich in einer Höhle oder in einem eingeengten Raum oder mit einem Dach über dem Kopf, der genauso hoch ist wie euer Körper. Da denkt ihr euch bestimmt auch, wie mache ich dem jetzt am besten Schaden oder wie bringe ich dem jetzt am schnellsten, ja, die Herzen auf Null. So, entweder ihr greift an oder einer greift euch an. Da gilt jetzt auch wieder, wie gerade bei der Kiste, Leertaste spammen, dass ihr schneller werdet, da über euch direkt die Decke ist, und wichtig, ihr müsst Block hitten. Ihr müsst, das heißt, die linke und die rechte Maustaste gleichzeitig spammen und immer auf den Spieler drauf, sonst bringt es ja nichts. Also Leertaste spammen und beide Maustasten spammen, sodass ihr immer der Schnellere seid und vor allem nicht so viel Schaden kassiert und dann am Ende den Kampf gewinnt. So, dann kommen wir noch zum dritten, nämlich zum ganz normalen Aufeinanderlaufen, was, denke ich mal, in PvP das an Gang und Gäbe ist, und zwar bei Survival Games und bei allem drum und dran. Ihr lauft aufeinander zu, was mache ich? Ihr spammt jetzt nicht die Leertaste, ihr könnt es machen, aber dann ist die größere Gefahr, dass ihr in der Combo landet. Ihr macht nämlich, das nennt man Straven. Das ist jetzt schon für die Fortgeschrittenen, die wissen alle, was es ist, aber ihr habt die WASD-Tasten, mit der W-Taste läuft ihr, und dann habt ihr natürlich noch die A, S und D-Taste. Ihr könnt euch aussuchen, ich mach's immer mit der D-Taste, also rechts herum. Ihr lauft immer um den Spieler herum, dass er euch nicht hinterherkommt. Das heißt, wenn ihr auf einen Spieler zuläuft, drückt ihr einfach die A- oder D-Taste, damit ihr am Spieler rumlaufen könnt, dass er nicht schnell genug reagieren kann und euch immer entweder von hinten einmal kurz halb trifft oder überhaupt nicht immer an euch vorbeischlägt. Und dann habt ihr die größere Chance, dass er euch nicht trifft und ihr ihn die ganze Zeit von der Seite trifft. Und dann ist ein Kill auch ziemlich schnell in der Hose. Und dann schaut der Kill einfach schön aus. Er schaut gut aus, kann man gut verwenden. Und wenn man um den Spieler drumrum läuft, dann weiß man, okay, der kann spielen und der hat's auf jeden Fall drauf.